Ich begrüße euch zurück hier, ja, am Ende des Commonwealths, direkt neben einer, ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist ein bisschen zu groß für einen Fatman, oder? Es könnte durchaus schon eine der Bomben sein, die wir für unseren guten, oh, kommen wir nicht näher, Liberty Prime brauchen. Aber okay, die hauptsächlichen Bomben finden wir sicherlich da drin. Und ich würde sagen, ja, genau. Bevor wir jetzt hier noch von der Strahlung wirklich zerfressen werden, gehen wir rein in die gute Bunkeranlage. Oh Mann. Unsere Power-Rüstung ist nicht mehr ganz so stabil. Beim letzten Mal waren ja die guten Blutkäfer mal wieder etwas aufdringlich, würde ich sagen. Aber okay, hoffen wir mal, dass jetzt alles besser läuft. Und vor allen Dingen, dass wir hier die Waffen für Liberty Prime finden. Oh wei. Okay. Wirkte schon mal sehr, sehr einladend. Aber eigentlich, das wollte ich mal ganz kurz ansprechen. Ist diese Einrichtung nicht nur eine Lagerstätte für Bomben, sondern auch ein Abschusssilo. Ein Abschusssilo. Juhu. Ethisch gesehen ist es ja unglaublich, oder? Im Nachhinein wurde die ganze Menschheit von Atomwaffen zerstört, oder eher gesagt, wurde beinahe zerstört. Und jetzt möchte die Bruderschaft wieder welche einsetzen. Naja. Ihrer Vorstellung nach ja zum Wohle der Menschheit, aber... Wie gesagt, das Ganze mit Institut, Bruderschaft, das ist alles so komplex. So viele Vorteile, Nachteile, jede Fraktion hat Fehler gleichermaßen. Ich weiß ja auch nicht. Es ist unglaublich schwierig. Jo, interessanter Weg, oder? So. Oh, was haben wir denn hier? Unglaublich überwältigende Geschichten. Du erhältst 5% oder 5 Strahlungsresistenz. Giant Insects. Ah ja. Ich liebe die Zeitschriften. Die sollte es echt mal geben. Oh. Wächterplatz. Überbrückung der Sprengtüren. Dieses Holoband kann nur in Sprengtür-Kontrollterminals des Wächterplatzes verwendet werden. Überbrückung der Sprengtüren, okay. Lass mich raten, hier. Wächterplatz. Lade Holoband, pipapo, Türen öffnen. Na super. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Der arme Wissenschaftler war wohl eingesperrt. Kronkorken. Terminal. Oh Mann. Sprengtüren geöffnet, schließen in Kürze bitte, was? Kapsel Alpha Startbericht. Beobachter Richard Elmsby, wir haben doch immer Probleme, die Mark 28 Atombomben in unseren vorhandenen Interkontinentalraketen zu integrieren. Hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass der Übergangskoppler nicht richtig einrastet. Ich werde mich an die Wartungsabteilung wenden, mal sehen, ob die was tun können. Ah ja. Sprengtür schließen, Band abspielen. Achso, ist das alles klar. Okay. Hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Ach okay, es geht noch weiter. Der Controller spinnt wieder. Ich sag's euch irgendwann, ne? Dieser Controller. So. Hier geht's auch noch rein. Ah, ich verstehe. Wir müssen das Holoband wieder mitnehmen. Alles klar, wir können nur eine Tür gleichzeitig öffnen.
Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Hier stand doch Robert auswerfen, oder nicht? Ah ja. Okay. Und hier haben wir auch noch eine Tür, die ich beinahe übersehen hätte. Und man muss sagen, atmosphärisch natürlich wieder bis zum geht nicht mehr. Erinnert mich natürlich direkt an Fallout New Vegas hier mit dem Abschuss-Silo. Da ist doch eine Rakete, oder? Oh wei, oh wei. Sieht gar nicht freundlich aus, wenn ihr mich fragt. Mitten hier im verstrahlten Meer, im leuchtenden Meer, stellt euch mal vor, hier wäre das ganze Lager auch noch in die Luft geflogen. Das wäre dann eine doppelte, dreifache Explosion gewesen. Oh wei, oh wei. Okay, nochmal ganz nach unten, ganz nach unten. So. Und wieder ein Erste-Hilfe-Paket. Kronkörkchen und ein Terminal. Kapsel Beta. Beobachter Patrick Zorn. Die schlechten Neuigkeiten, wir haben alle beim Test verwendeten Mark 28 Einheiten irreparabel beschädigt. Die guten Neuigkeiten, wir haben einen nahezu unerschöpflichen Vorrat im Munitionslager. Woher kriegen wir diese Dinger eigentlich? Gute Frage. Okay. Woher kriegen wir die Dinger eigentlich? Das ist wahrscheinlich wirklich mal eine gute Frage. Die amerikanische Waffenindustrie, ja, ja. Eine Holzkiste. Perfekt. Was haben wir hier? Impulsgranate, Kronkorken, Red Away. Können wir alles gut gebrauchen. Noch mehr Kronkorken. Mhm. 99 Kerne. Ich glaube, wir müssen uns auch um die Stromversorgung unserer Powerrüstung erstmal keine Sorgen mehr machen. Ah ja, das sieht ja wieder super einladend aus. 7 H-Klammern. Terminal. Natürlich abbrechen. Bitte was? Startsequenz. Wir haben jetzt fast eine Atombombe um die Rakete, um die Ohren geflogen oder was? Ja, ja. Verrücktes Spiel. Oh. Der Arme. Waffe ist hoffentlich entsichert. Sieht es nicht einladend aus. Da gebe ich dir recht. Oh Mann, oh Mann. Ist das hier so leise? Was gefällt mir nicht? Ich hab Gude gehört. Ja, ja, die guten Ghule. Ich glaube, hier ist ganz schön verstrahlt, oder? Autsch, autsch, autsch. Hilfsmittel, Red Away, Red Away. Red Away. Red X, Red Away. Maulwurfsratten, ja, ja. Was ist denn jetzt hier los? Völkerwanderung. Oh Mann, Kronkorken, Kronkorken. Munition. Holzblock brauchen wir nicht. Spachtel auch nicht. Kronkorken, Haarklammer. Also wie gesagt, die Gestaltung der Innenräume hier bei Fallout 4. Ich weiß nicht genau, in Morrowind waren ja die Dungeons wirklich noch zufallsgeneriert. Das heißt, die wurden gar nicht per Hand gemacht. Das war damals bei Skyrim die große, große Neuerung, dass wirklich jedes Dungeon per Hand erstellt wurde. Wenn man sich sowas hier mal ansieht, das ist einfach atemberaubend. Kronkorken. Kronkorken. Eine verschlossene Holzkiste. Ja, wobei ich muss sagen,
Es ist ja vom Schlossknacken her übrigens ganz interessant, dass es immer das gleiche Schlossknacksystem wie in Fallout 3 ist, oder? Genau das gleiche. Und ich habe sogar das Gefühl, jetzt kommt's, dass teilweise sogar die Muster das gleiche sind. Teilweise. Ein Blutpaket können wir auch gut gebrauchen. Oh Mann. Also hier würde ich nicht gerne arbeiten wollen. Ich weiß nicht. Überall stehen Atombomben rum und ja, direkt neben einer wahrscheinlich großen Atomrakete. Da, wo bist du denn jetzt? Da kann ich mir doch schönere Arbeitsplätze vorstellen. Ihr seht ja auch hier, den ganzen Mitarbeiter hat das Ganze wohl nicht so gut bekommen hier in der Strahlung zu Hause. Aber okay, das ist wohl eine andere Geschichte. Denn im Nachhinein wissen ja auch wir heutzutage alle, was für Folgen Atombomben haben können. Trotzdem, ja, findet globales Wettrüsten statt. Was soll man dazu sagen? Naja, naja. So. Die Frage ist, wird dieses Rohrsystem hier, diese ganzen Kabelleitungen, führt uns das tatsächlich letztlich zu den Atomraketen? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Hab ich's doch geahnt. Du bist Vieh. Leben die alle oder was? Die Kronkork will ich aber gerne haben. So. Immerhin einer, der wirklich tot ist. Na komm. Kronkorken. Kronkorken. Und überall die Atombomben. Das macht mich ja sogar nervös, obwohl wir hier nur so kurz unterwegs sind. Oh wei, oh wei. Also Atom, muss ich sagen, das ist auch etwas, mit dem ich auf jeden Fall nicht später zusammenarbeiten möchte. Permanent quasi den Untergang der Menschheit in der Hand halten. Ihr wisst, was ich meine. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Gleichermaßen kann man ja auch argumentieren, dass das Institut auch seine eigene, ich sag mal jetzt blöd gesagt, Kind des Atoms, ich glaube es geht los, auf seine eigene pervertierte Art und Weise auch irgendwo den Untergang der Menschheit festlegt. Ich sag ja, das sind alles genetische Kopien von Sean und damit von uns. Ach, steht da Leuchten da drauf. Das ist ja sehr nett. Ist ja auch eigentlich eine seltsame Vorstellung, oder? Waffe entsichert. Ein Arm fehlt ihm schon mal. Ein Bein fehlt ihm und damit ist er außer Gefecht gesetzt. Ihr kennt das Spiel. Erledigt. Metallrüstung Harnisch. Reduziert Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen. Ja, ja, kennen wir auch schon. Na gut. Ein bisschen Munition. Ja. Da kommt der Enz. Na komm. Hey, hast du was? Hier drüben. Ich kümmere mich drum. Ja. Ja, dann eben nicht. Tö. Da kenne ich gar nichts. Na gut, wie gesagt, also, dass die Bruderschaft jetzt doch wieder auf Atomrak. Ja gut. Wir schießen ja auch mit dem Fatman durch die Gegend, um darüber nachzudenken, dass diese Bomben im Nachhinein die, ja, den Untergang der Menschheit besiegelt haben. Aber okay, das ist wohl so ein anderes Thema.
Leuchtendes Meer? Okay. Es geht raus, wie es aussieht. Schauen wir mal. Naja, naja. Wem erzähle ich das überhaupt? Wir alle nutzen doch Atomenergie. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Und so wie ich mich an Liberty Prime erinnere, müssten das eigentlich recht viele Raketen sein, oder? Ich glaube nicht, dass der mit 3, 4 Atomen oder Nuklearsprengköpfen auskommen würde. Und vor allen Dingen, wenn wir daran denken, das Institut befindet sich unter der Erde. Um da wirklich gravierenden Schaden zu erzeugen oder gar um es endgültig zu zerstören? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Bin ich verwirrt. Ach, sag nicht, ich habe vergessen, einen Sender zu platzieren. Hä? Das ist aber jetzt merkwürdig, oder? Das ist jetzt merkwürdig. Okay. Seltsam. Ah, nicht explodieren. Oh, Gottes Willen. Schauen wir nochmal kurz. Wie gesagt, da habe ich wohl vergessen, irgendwo den Sender zu platzieren. Da rede ich und rede ich und rede ich und vergesse einfach hier die Aufgaben. Wieder typisch. So. 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 Ja, die Richtung stimmt ja auf jeden Fall. Ne, wie gesagt, wir alle nutzen ja heutzutage Atomenergie. Und auch da gibt es ja gewisse Risiken, die wir auch schon live miterlebt haben. Hier? Was? Ne, ich wollte schon was sagen. So. Liberty reprimed. Hier! Ha! Wie kommt man denn da rein? Da, die Tür. Ja, ich bin auch blöd. Ah, ich bin ein bisschen blöd. Nenne den Grund für deine Anwesenheit. Du wandelst auf Atoms geheiligtem Boden. Bruder Atom, ich komme um. Nein, natürlich nicht. Ja. Wir suchen die Bomben. Ich bin auf der Suche nach ein paar Bomben. Atombomben. Du trivialisierst das, was hier weilt. Dies ist ein heiliger Ort. Die Kinder des Atoms haben geschworen, diesen Ort bis zur großen Spaltung zu bewachen. Niemand darf ihn betreten. Ja, ja, die große Spaltung, ja. Erzähl mal von deiner sehr, sehr seriösen Glaubensrichtung. Was ist die große Spaltung? Eines Tages wird Atom zurückkehren und seine Berührung wird der Erde die große Spaltung bringen. Sein Leuchten wird sich verbreiten, es wird alles erhellen und unzählige Welten aus uns gebären. Ja, es tut mir leid, Leute. Ich war auch schon in Fallout 3 sehr kritisch der Kirche des Atoms gegenüber. Also, jetzt bitte halt mal den Schnuss mit dem Blödsinn. Genug mit diesem Blödsinn. Sag mir, wo die Atombomben sind. Sofort. Dein Zorn wird dich nicht näher zu Atom bringen oder seinen heiligen Werken. Du wirst diesen Ort sofort verlassen oder du bekommst Atoms Zorn zu spüren. Verzeih mir. Das ist die letzte Warnung. Zeig mir die Atombomben. Sofort. Nein,
Deine Zeit auf dieser Erde ist vorbei. Spüre Atoms Zorn und verzweifle. Nein. Nein, Atoms Zorn. Oh Gott, ein Aggressotron. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich doch anders entschieden. Naja. Irgendwas Nützliches? Na, nur Schrottteile. Naja. Ich glaube, wir haben das Lager gefunden. Ja, tut mir leid, Leute. Henrys Anweisungen. Ihr wisst, ich bin nicht gerade... ne? Henrys Anweisungen, okay. Diverses A, B, C... D, E, F, G, H. Bruder Henry, ich habe zu Atom gebetet und in seiner Weisheit hat er dich auserwählt, den Ort zu bewachen, an dem sich deine Relikte befinden. Ja, jetzt nicht mehr. Ah, was ist denn hier los? Ja, meine Güte, hör auf damit. So. Kronkorken. Kronkorken. Henry's Terminal. Ja, ja, schreiben konnte der immerhin. Turmsteuerung. Neben dem. Ich sag da nicht zu. Wir kommen aber jetzt da rein. Falls es dich interessiert, ich habe eine Rüstung gefunden. Das interessiert mich gar nicht, weil es eine blöde Rüstung des Atoms ist. Captain Dunleavy's Holoband. Hier spricht Captain Mitch Dunleavy, 132. Pionierkorps am Wächterplatz Prescott. Sämtliche Kommunikationswege sind unterbrochen und wir haben mehrere Feindannäherungen auf dem Radar. Wenn das eine Übung ist, brauchen wir umgehend Bestätigung. Zentrale, wir haben hier eine Menge nervöse Soldaten. Wenn das wirklich der Ernstfall ist, möchten Sie nach Hause zu Ihren Familien, bevor es zu spät ist. Einige der anrückenden Feinde kommen verdammt nah. Moment mal. Sie teilen sich auf mehrere Ziele auf. Verdammte Scheiße. Das war's, nicht wahr? Möge Gott unserer Seelen gnädig sein. Oh Mann. Ich glaube, wir haben ein paar Atombomben gefunden, oder? Oh, die Strahlung ist auch nicht gerade schlecht. Mir reicht die Aussicht von hier aus. Ist nicht schlecht. Ja, das sollte für Liberty Prime reichen. Aktiviere den Notsender. H-I-J-K-L-M-N... Notrufsender. Ach so. Dance? Entschuldigung, Paladin Dance? Jetzt, da die... Ich komme auf die Pridwin, sobald die Bomben gezählt, getestet und verladen sind. Das ist ganz schön verstrahlt davor. Ich wollte fast sagen. Kehre zu Proctor Ingram zurück. Ja. Ja. Ja, hab ich gerne gemacht. Wie blöd ich aber auch bin, ne? Furchtbar. Denkt ihr, man kann doch nicht sterben, wenn man hier stehen bleibt? Hallo? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe den Aufzug kaputt gemacht. Ja, dann müssen wir zu Fuß zurück. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Ein Einwegaufzug wahrscheinlich. Einmal benutzen, dann geht er kaputt. Na super. Dann gehen wir hier rum zurück. Na klasse. Also Leute, der Weg hier, den seht ihr jetzt schon zum dritten Mal. Ich weiß, ja. Spektakulär. Na gut, dann rede ich ja doch ein bisschen von der lockeren Zunge sozusagen. Ja.
und habe mich verlaufen. Waren wir da schon mal? Nee, waren wir nicht. Hör auf damit! Strike. So. Lebst du? Nein. So. So. Ah ja, hat sich aber gelohnt. Okay. So. Hier lang. Okay. Na gut. Nachdem wir auch den Einwegaufzug überstanden haben, können wir dann gleich zu den Grimm zurückkehren. Ich bin ja gespannt, ob das schon die Reparatur von Liberty Prime gewesen ist. Ich glaube es eher weniger. Ich sehe noch seinen Arm. Ich habe schon so oft gesagt, aber ich sehe noch seinen Oberkörper da über die Erde krabbeln, nachdem der explodiert ist. Der war schon sympathisch, oder? Hasste den Kommunismus, krabbelte da durch die Gegend. Ah, Mann. Liberty Prime, ja, ja. Wie gesagt, dass die den hier nochmal reingebracht haben, also... genial. Genial, genial. Genial, genial. So. Ja, ja, mit dem Aufzug wären wir schon längst raus, aber ihr wisst ja, das ist uns mal wieder vergönnt gewesen. Ist aber echt mal wieder typisch, ne? So. Was machen wir? Wir sind bei knapp 27 Minuten. Ich würde sagen, wir werden noch einmal dieses eine Fabrikgebäude hier direkt in der Nähe erkunden. Ohne Dan ist natürlich sehr lustig. Und ich sag's euch direkt, wenn jetzt hier irgendwo diese blöden Blutstecherfliegen auftauchen, ne, da bin ich weg. Also, das ist ja... Nee. Tolles Signal. Wenn es bis hier reicht, findet die Bruderschaft das ja auch bestimmt. Klasse. Echt klasse. Alles umsonst, wir müssen nochmal runter, den gleichen Weg nochmal laufen, weil der Aufzug wieder kaputt ist. Ich sehe schon. Okay, ich habe mir ein bisschen mehr vorgestellt unter der Fabrikanlage. Okay. Ah ja, übers Dach. Ja, ja, dachtest du, ne? Hast du gedacht? Kommen wir denn da rein? Scheinbar questmäßig, oder? Wenn da jetzt kein Eingang verfügbar ist. Ah ja. Was denn? Du siehst so ekelhaft aus. Meine Güte. Red X, Red X, Red X, Red Away, Red Away. Nur ein paar mehr. Boah, die Strahlung, wie sich das anhört. Och. Du armer, armer, armer. Tut mir aber leid. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ihr solltet nicht zu lange bleiben. Die Strahlung ist nicht gerade angenehm. Aber wobei, die Strahlung ist weg. Leuchtende Pilze. Hirnpilz. Rohrenkörbchen, technisches Dokument, Medex, Buffout, Hirnpilz. Ja,
Natürlich will ich hier meine Powerrüstung reparieren. Ja, natürlich. Ich habe ja nichts anderes vor, hier in der Strahlung. Munition. Eine Babyrassel. Nee, danke. Terminal. Zugangstür zum Dach öffnen. Rechnungen. William Thomas. Problem, Mr. Handy verliert etwa viermal am Tag scheinbar willkürlich seine Bewegungsfähigkeit und fällt auf den Boden. Nach der Ursache des Problems gefragt, berichtete Will, dass er gesehen hätte, wie die Nachbarjungen den Roboter mit Baseballs beworfen hätten. Bei der Inspektion konnte jedoch kein physischer Schaden festgestellt werden. Arbeitszeit 16 Stunden. Reparaturbericht? Bericht. Obwohl kein physischer Schaden festgestellt werden konnte, wurden im Inneren des Roboters einige lose Schrauben gefunden. Nach eingehender Untersuchung ist es wahrscheinlich, dass der Schalter zur Deaktivierung des Antriebs durch eine oder mehrere dieser losen Schrauben betätigt worden war, wodurch der Mr. Handy zu Boden fiel. Spannend. Jared brachte uns seinen Mr. Handy, nachdem ihm aufgefallen war, dass der Roboter zu Hause ständig gegen die Einrichtung gestoßen war. 8 Stunden Arbeitszeit, und zwar weil 2 oder 3 optische Sensoren falsch verkabelt waren, wodurch der Roboter empfangene Umgebungsdaten fehlerhaft interpretiert hatte. Der Roboter ist so umfangreich modifiziert worden, dass er garantiert gegen alle möglichen... Ah ja. Jessica McCann, jetzt kommen Frauenprobleme. Jessica kam mit dem Protectron ihrer Firma vorbei. Nachdem sie mehrere Kollegen beschwert hatten, dass der Roboter schimmelig riecht, auf die Frage nach den möglichen Ursachen berichtete Jessica, dass ihre Firma in der vergangenen Woche eine Happy Hour veranstaltet hatte, bei der die Dinge vielleicht ein wenig aus dem Ruder gelaufen sind. Der Protectron war möglicherweise bei einer Poolparty im Einsatz. Nach 4 Stunden, untere Teil des Roboters war voller Wasser, entleert, gereinigt, gespült und getrocknet. Ist der im Pool gefallen oder was? Armer Roboter, meine Güte. So, oben können wir jetzt wahrscheinlich reingehen. Das ist klasse, freut mich. Schnell weg hier, bevor die Strahlung uns auffrisst. Weg, Weg, Weg. Hier geht's hoch. Ne, da geht's nicht hoch. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Da habe ich schon beinahe hier die Hoffnung aufgegeben. Jetzt sind wir doch noch drin. Na, das darf doch nicht wahr sein. Nehmt bald die Schrotflinte wieder mit. Way, Kronkorken. So. Danke, Schrumpf. Hier wollte ich gar nicht mitnehmen, war Reflex. So. Das sind echt die ekligsten von allen. Ich glaube, für den habe ich was Schönes. Aufgebläht, seht euch das mal an. Stell euch mal vor, der ist nicht aufgebläht, sondern einfach nur vorher ein bisschen kräftig. Das wäre schon gemein, oder? Ah, da sehe ich doch schon hier ein potenzielles Opfer. Ah. Ich sag's immer wieder, das ist die Lösung. Einfach die Beine verletzen, genau wie bei den Todeskrallen. Aber ein ganzes Waffenarsenal dabei. Mit seinen aufgeblähten Körperteilen. So, einmal hoch da. Einmal hoch da. So. Was haben wir denn jetzt Schönes? Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Oh ja. Ist aber auch nicht abgeschlossen. Ich verstehe die Orte hier nicht am leuchtenden Meer. Kann natürlich sein, dass wir hier später nochmal Technik bergen müssen für die Bruderschaft oder sowas. Eine dieser unendlichen Aufgaben, aber... Naja. Laufen wir ganz schnell hier Richtung Höhle. Dann reicht's aber auch mal wieder. Ohne Paladin Dance fühle ich mich hier ein bisschen verloren, um ehrlich zu sein. Hilfsmittel, Red Axe, Red Away. Blaflings sind okay.
muss natürlich auch nicht sein, aber die akzeptiere ich. Plopp. Die sehen aber eklig aus, oder? Blähfliegen vielleicht verzichte ich mal. So, wie gesagt, hier ist irgendwo noch eine Höhle, die würde ich gerne noch sehen. Und dann weg hier. Das leuchtende Meer, ich sag's ja, das ist eigentlich der schlimmste Ort im ganzen Commonwealth. Ach so! Ja, klar! Nein, nicht Hilfe. Ja, Hilfe schon, aber... Autsch! Autsch. Boah, das... Nee, das Bein bekomme ich niemals verkuppelt, oder? Nicht der Helm. Alles nur nicht der Helm, bitte. Autsch. Nein, lass mich los. Autsch. Die Tour ist gerade nicht überdenken muss, wenn ich hier nach und nach so 30 verschiedene Waffen auspacke. So. Dein Mund ist grün. Nein, mein Helm! Jetzt hast du es aber bald, oder? Hier ohne Powerrüstung und man ist direkt tot, oder? 85 Erfahrungspunkte nur, was ist das denn? Ja, da würde ich auch einen Rappler bekommen. Ekelhaftes Vieh, oder? Ich denke mal, das war dann der Beschützer der Höhle. Schön hier. Okay, hier hat sich jemand versteckt. Okay. Ja, von dieser Höhle gibt es wirklich mehrere, das wissen wir ja. Wir kennen ja schon ein paar. Also haben die hier Wettbewerbe gemacht, wer länger am leuchtenden Meer überlebt oder was? Sonst haben die auch nichts zu tun. Meine Güte. Na gut, wir verschwinden hier. Meine Güte. Höhle. Felsige Höhle. Höhle. Ja gut, wir reisen zurück zum Bostoner Flughafen. Wir müssen erstmal unsere Powerrüstung reparieren. Na gut, alles beim nächsten Mal, Leute. Das war auf jeden Fall das Bombenlager. Wir haben die Bomben gefunden. Liberty sollte somit langsam reprimed sein. Schon wieder dieser Wortwitz.
Ja, und damit würde ich beinahe sagen, tapfeln wir schon langsam Richtung Vernichtungsinstituts, oder? Oder vielleicht auch andersrum. Wer weiß, vielleicht werden wir auch vom Institut ein paar auf die Mütze bekommen. Wer weiß das schon. Beim nächsten Mal erstmal der Statusbericht bei Ingram. Und vielleicht werden wir auch jetzt schon sehen, dass der gute Liberty Prime schon so gut wie rekonstruiert ist. Das wäre ja was, oder? Nicht, dass er jetzt schon da stehen würde. Da würde ich ja jetzt hier schon ein bisschen nervös werden. Nee, wie gesagt, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Ingram. So wie ich das verstanden habe, waren die Bomben ja der letzte Schritt. Das heißt, dann würde beim nächsten Mal Liberty tatsächlich, Liberty Prime, wiederhergestellt sein. Hohe Erwartungen? Joa. Joa, aber ich will nicht mehr verraten. So, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Fallout 4. Ihr wisst ja, Spielstände löschen, sonst komme ich total durcheinander. Der kann auch weg. Der kann auch weg. Der kann auch weg. Der kann auch weg. Der kann nicht weg. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier mit Fallout 4. Das war's hier mit der Stehenden Bruderschaft. Tschüss. Let's go, pal.